Gut, dann herzlichen guten Abend nach dem Spiel Exa Eisfighters gegen die Hannover Scorpions hier in der KW-Rennen Eisarena. Der Endstand ist 7:6 für unsere Exa Eisfighters. Bei mir ist Gästecoach Dieter Reis, herzlich willkommen. Und unser Coach Sven Gericke natürlich. Und ich würde das Wort erstmal an Dieter Reis geben nach dieser Hetzjagd, die wir jetzt hier hinter uns haben. Wie hast du das Spiel gesehen? Was sagst du zum Ausgang? Also erstmal schönen guten Abend. Schmelly, Glückwunsch. Ich hätte es ja gerne anders gesehen, aber gut, wir waren zu offen. Wir haben defensiv nicht so super gestanden. Unsere Stürmer haben ein paar Scheiben nicht ins Tor gemacht, wo wir ein paar Chancen hatten, wo wir eigentlich die Führung ausbauen hätten können. Aber sollte nicht sein. Wir haben ein schönes Spiel hier gesehen für die Zuschauer und alles, aber für uns Coaches war das einfach zu offen. Defensiv war nicht gerade das Beste, die beste Leistung. 7 Tore sind einfach zu viel für uns. Dankeschön. Ja, 7 Tore sind zu viel für euch. Wir waren vorher oft im Nachschuss. Sven, dazu deine Worte, weil ja doch einiges da im Argen lag und das wirklich in den letzten Minuten dann entschieden war. Oh, hallo zusammen und danke, Dietz. Schwer so ein Spiel zu kommentieren oder da was zu sagen. Als erstes muss ich einen riesen Respekt dem Gegner zollen. Es war die beste Mannschaft, die wir dieses Jahr bisher gesehen haben. Und die haben brutal stark gespielt. Und das haben wir auch vor dem Spiel gewusst, dass die eine brutal starke Mannschaft haben. Wir waren heute das, was uns die letzten Spiele ausgezeichnet hat. Gute Defensive, die hat heute wirklich nicht stattgefunden. So von daher, wie der Dieter schon gesagt hat, das ist kein Spiel für uns Trainer gewesen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, normalerweise hat so ein Spiel auch keinen Sieger verdient. Wir sind trotzdem sehr, sehr glücklich. Ich bin unheimlich stolz auf meine Mannschaft, auf das Herz, was einfach da ist. Aber wir müssen unsere Emotionen noch viel, viel besser unter Kontrolle bringen, weil wir in Emotionen einfach Fehler machen, die nicht passieren sollen. Aber zwei Sachen. Das erste, die Unterstützung ist gigantisch. Wenn es da draußen laut wird, ist es auch schwer, die Emotionen zu kontrollieren. Das kann ich manchmal verstehen. Und dann, ich mache ja selten irgendwelche Einzelkritiken und irgendwas, aber wir sind verdammt froh, dass der Anti wieder zurück ist. Und was der gespielt hat heute, nachdem er zwei Wochen gar nicht am Eis war, das war schon brutal stark. Und insgesamt sind wir sehr, sehr glücklich mit dem Sieg, aber ich wäre lieber nur froh statt glücklich. Und daran müssen wir arbeiten. Dankeschön. Für euch natürlich, jetzt geht es am nächsten Wochenende weiter mit den Crocodiles und dann in Essen. Was nehmt ihr mit? Was macht ihr besser? Wie ist jetzt so der Trainingsplan für die kommende Woche für eure Truppe? Naja, wir werden weiter arbeiten. Wir lernen immer wieder dazu. Wir wissen, diese Liga ist viel besser geworden als die letzten Jahre. Wenn man mal verliert, dann gehen wir halt Dienstag wieder aufs Eis und werden hart trainieren. Und Eishockey ist kein Glücksspiel, aber wir müssen ein bisschen besser defensiv stehen. Aber natürlich war Leipzig unheimlich schnell heute, das wussten wir ja auch. Und war sehr schwer defensiv zu spielen heute mit so schnellen Spielern. Aber wir werden die nächsten Wochen, wir sind okay. Schade um die Punkte, aber wir werden unser Kopf nicht in den Sand setzen und sagen, ah, jetzt ist die Saison vorbei oder sowas. Wir kommen schon wieder, überhaupt keine Probleme. Wir gehen da raus, nächstes Spiel und spielen unser Spiel. Und dann sehen wir weiter. Vielleicht ganz kurz dann bloß zwei Worte noch zur Stimmung hier im Zelt. Ihr kennt das ja auch schon mittlerweile, die Unterstützung, die hier stattfindet. Wie war die Lautstärke heute so? Habt ihr euer eigenes Wort verstanden oder nicht? Fantastisch. Ohne Quatsch. Das war richtig gut. Ihr habt da vielleicht ein paar Zuschauer, könnten noch mehr kommen. Ich denke mal, wenn Halle kommt, dann ist dieser Zelt hier ausverkauft. Aber normalerweise müssten ein paar Zuschauer vom Fußball weg und hierher kommen. Dann wäre das viel besser für euch. Aber es war fantastisch, wirklich. Ja. Und das macht als Spieler unheimlich Spaß, dann hier rauszukommen, ob sie gegen einen sind oder für einen sind. Das ist total egal. Man weiß, man ist immer ready zu spielen und dann macht das Eishockey noch mehr Spaß, wenn die Zuschauer dabei sind. Und es war ja auch nicht aggressiv oder so. Absolut top. Danke dir. Dann jetzt bloß noch einen kurzen Ausblick aufs nächste Wochenende. Wir freuen uns am Freitag auf die Preußen. Die sind dieses Jahr auch nicht zu unterschätzen.
Was gibst du den Jungs jetzt mit für das Spiel am Freitag und woran kann man noch arbeiten? Kommt noch jemand aus dem Lazarett irgendwie zurück, auf den wir dann noch zurückgreifen können? Marvin wird uns noch eine Weile fehlen, der ist erfolgreich operiert worden. Aber wird natürlich jetzt noch ein paar Wochen ausfallen. So, das heißt, zurück kommt keiner. Wir sind jetzt erstmal sehr, sehr froh über die, die wir haben. Und werden versuchen, ruhig zu bleiben, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Und Dieter hat auch da recht. Die Liga ist brutal stark, ist brutal eng. Und wir sind froh um jeden einzelnen Punkt, den wir holen. Und jetzt haben wir schon aus den 4 Spielen mehr Punkte geholt, als uns vorher zugetraut wurden. Und von daher bin ich, wie gesagt, sehr, sehr stolz auf die Truppe, auf die Leidenschaft, auf das Herz. Und das ist das, was uns hier ausmacht. Aber wir werden schauen, dass wir fokussiert arbeiten, weil der nächste Gegner ist immer der schwerste und ich zahle 5 € ins Phrasenschwein. Gut, ich denke mal, die Phrase ist auch ein schöner Schlusssatz jetzt gewesen. Dann bedanken wir uns natürlich bei allen, die heute hier waren, die mit dabei waren und die Stimmung gemacht haben. Freuen uns über das Ergebnis, wünschen euch natürlich eine gute Heimreise und viel Glück für die nächsten Partien und unseren Jungs natürlich eine gute Woche, ein gutes Training. Ansonsten einen schönen Abend, bis nächste Woche Freitag. Tschüss.